Willkommen zurück zu Stradio Valley. Ich bin euer Firobo und ja, mein Aufnahmeprogramm hat momentan Probleme, denn der Tag von gestern ist futsch und den Tag jetzt nehme ich jetzt schon zum dritten Mal auf. Jetzt versuche ich es zum dritten Mal aufzunehmen. Ja, und es ist gestern was Interessantes passiert. Es ist ein Tag gestern hier. Wir haben nämlich einen Bug gehabt. Wir hatten fast 300.000 auf Konto. Ja, wir hatten fast 300.000 auf Konto. Wir hatten 2.096.000 noch was auf dem Konto gehabt. Das war eine Menge. Ja, und warum und wieso, weshalb? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt weiß ich selber nicht. Und auf jeden Fall, will ich jetzt meine Hühner zur Seite schieben hier? Ja, ich beschwere mich, weil hier kein Futter drin ist wahrscheinlich. Egal. So, sind alle am Meckern jetzt oder was? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich meine, wir haben auch keine Eier gelegt, ne? Ja. Die Drecksäcke. Wow, ja, wie gesagt, jetzt gerade geht's anscheinend wie in der Aufnahme. Und ich habe dann halt gestern mehrere Sachen noch erledigt gehabt. Ich habe zum Beispiel diesen Stern bei den Würmern gefunden, keine Ahnung, was mit dem auf sich hat. Das weiß ich nicht. Das werden wir auch noch rausfinden. Ja, ansonsten ist unser hatte gestern unseren Vogelkäfig, sage ich schon, unseren wie heißt jetzt hier, unser Schuppen für die Hühner aufgebaut. Jetzt merkt ihr doch mal bitte, danke. Boah, dieses nervt. So gut. Dann sollst du mich einen Streckenplatz hier reinschmeißen, danke. Gut, ja, ja, wie gesagt, von dem Geld habe ich mir dann ein bisschen Essen gekauft. Ein paar Samen haben wir gekauft, hier. Kann ich euch ja schon mal zeigen, die habe ich gekauft, die Samen. So, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Wir haben einen Brief, Major, weil wir ja gestern noch, haben wir ein Achievement bekommen, weil wir mit dem Upgrade, weil wir mit der Mani das Seaweed gegeben haben. Haben wir als Achievement bekommen, 10 Aufträge erledigt, weil ich dachte, wir hätten schon mehr erledigt, aber okay. Thank you for Coop Upgrade. Okay, jetzt können wir da noch, jetzt sagt die uns, jetzt können wir halt Hühner und so weiter, also Küken kriegen und so weiter. Also wenn wir den Eier dann hinlegen. Finde ich ganz cool eigentlich. Ja, und ansonsten. Ja, jetzt soll ich erstmal meinen Scheiß hier verkaufen. Wie gesagt, das ist jetzt echt ganz halt sehr viel passiert und ich muss jetzt die Sache nochmal aufnehmen. Ist auch ein bisschen nervig, wieder den gleichen Kram aufzunehmen, muss ich gestehen. So, dann schmeißen wir das bei mir rein. So, das brauchen wir später noch. So, hier auf der Seite war glaube ich nichts. Ne, ne. Ich dachte gerade, jetzt geht's wieder los. Hier, zack, zack, zack. Schön die blauen Samen auslegen. Die sehen cool aus, finde ich. So, dann nehmen wir die Tulpen aus. So, der ist ein bisschen doof, den sehe ich immer gerne. Muss ich gestehen. So, das hat auch alles hier geklappt. Wunderbar. Noch ist alles noch gut am Laufen. Und noch den hier. So, gut. Was schmeißen wir dann? Verwenden wir später. Der Wein ist fertig und genau, da wollte ich jetzt auch mal gucken, kann ich mich den reinschmeißen. Finde ich auch cool, dass ich die da reinwerfen kann. So, dann gehen wir hier hin. Denn ich hatte gesagt, den Crystal Food Wein will ich ja verwenden für was Spezielles, also für das Community Center. Deswegen, wir stehen jetzt nicht mit rein. Jetzt schmeiß ich den auch hier rein. So. Und den Stein hätte ich noch reinschmeißen können. Das scheint auch, okay, als PC-Neustart hat dann schon dazu geführt, dass das jetzt doch wieder flüssig läuft und auf einmal Programm. Finde ich gut, denn ich war sehr überrascht, dass da nichts funktioniert hat. So, ich habe mir mal nach Grasstadt eingesetzt. Das habe ich auch noch gestern gemacht. Oh Mann, ey, das ist so nervärgerlich, dass das gestern geruckelt hat, dass ich das nicht zeigen konnte, weil ich war echt baff.
Ich habe da echt erst bei den bis 7, also 6 Uhr Starttag, ich hab bis 7 da gegangen und habe auf diese Zahl geguckt und hab mir so, was ist passiert? Das ist so ungelogen, ne? Weil ich hatte einfach fast 300.000 auf dem Konto. So, dann waren wir hier auf dem Wald gewesen, ich habe ein bisschen Hartholz gesammelt. Denn ich wollte mich gerne dann noch das Haus upgraden und das kostet ja Geld, das wir jetzt haben. Aber es kostet halt auch 150 Hartholz und die Hartholz haben wir, das Hartholz haben wir halt nicht. Ich hätte mir gerne Hartholz kaufen können, ne? Das wäre ja cool. Dann kann ich mal alles kaufen, was ich wollte, ne? So. Ach ja, und hier im Wald findet man auch Pilze im Frühling. Ist mir auch aufgefallen. Finde ich ja ganz cool eigentlich. So, dann gucken wir hier. Zack. Und ich wollte mich eigentlich nur informieren, weil wir müssen irgendwas Süßes geben. Und das Süße kann man, glaube ich, im Frühling anbauen. Deswegen muss ich mich schon mal darüber informieren. Vielleicht auch in der nächsten Folge, weil nach der Folge werde ich auf jeden Fall dann nochmal einen Cut machen und dann mal gucken, ob das auch alles für sich läuft und so. So, die ganzen Schleime erledigen. So. Zack. Zack. Nehmen wir mit. So. Wunderbar. Bis jetzt läuft alles wunderschön prächtig. Das ist gut. So soll es bitte weiterlaufen. Das gefällt mir. So. Ich nehme das jetzt auch gerade so um ca. 12 Uhr nachts auf hier. Ich wollte nämlich eigentlich nur ein bisschen aufnehmen und dann ist jetzt halt dieser Fehler passiert und ich stehe dann jetzt die ganze Zeit da und warte und warte und denke mir so, fuck, 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 fuck. Okay, wir haben sehr viele Augusten, wie scheint, oder wie die heißen. So, so, erstmal hier alles neu reinfüllen. Das wollte ich dir auch nicht geben. Jetzt ist reingeworfen, ich weiß es nicht. Na gut, Lea mag mich halt nicht mehr. Kann ich nichts tun, wenn diese halt an meinen Kisten hier steht. So, was haben wir denn? Wir haben hier Zeitungspapier bekommen. So, das kann weg, das kann weg, das kann jetzt weg. Müll, Müll. Müll. Das kann man verkaufen. Kann ich das sammeln hier? Ne. Das wird wahrscheinlich ein neuer Baum oder so. Ach ja. Ich bin echt geflasht. Einfach. Eigentlich wollte ich das neue Gebiet noch fahren. Am heutigen Tag mir das schon mal zeigen, aber. Obwohl, das kann man noch machen. Kostet 500, das weiß ich schon. Hä? Achso. Ist einfach Holz im Weg. Hat man einen Feldweg kaputt gemacht. Hier, nice. Danke. Das finde ich auch kacke, dass einfach Sachen so drauf spawnen können. Das ist eigentlich richtig asozial, denn, ja. Mach halt all meine Sachen kaputt. Kostet mich ja nichts, ne? So, dann guck mal hier. Das Holz kann hier rein. Das kann hier rein. Das Hartholz kann hier rein. Noch zwei Hartholz fehlen uns. Haben wir das geschafft? So, dann hier hin. Wenn ich hier. Aber brauchst du die eigentlich hier? Für die Quality? Ne, da brauchst du die nicht. Okay, gut. Den kann ich immer weg. Okay, machen wir einfach alles zusammen. Also, ich habe schon mal das Ei weggetan gehabt. So, das kommt das rein. Das sehen wir uns auf und das wird verkauft. Zack, zack, zack. So, gut. Dann gehen wir jetzt einfach. Jux und Jux aus Dollerei meinst du? Fahren wir jetzt einfach mit dem Bus. Machen heute nichts anderes. Wir fahren jetzt mit dem Bus. So. Der Kamerin hier und unten. Glad I'm feel alive again, okay? Wenn ich jetzt hier reingehe. Ich muss was machen hier. Ja, wir kaufen ein Busticket und steigen ein. Ach, die Pam fährt das. Fährt den Bus das. So. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, das ist die Bushaltestelle. Ach, guck mal, hier finden wir auch Kokosnüsse, wie scheint. Hätte ich die gar nicht kaufen, brauchen extra. Können wir die abbauen hier? Okay, ich dachte mal. Ah, die kann man einsammeln. Okay, gut. Wie soll man denn sowas rankommen? Das ist also die Wüste. Ich wusste gar nicht, dass hier in der Wüste sowas ist. Und solche Palmen kriegen wir dann wahrscheinlich raus. Okay.
Okay, die Kokosnüsse können wir schon mal verkaufen auf jeden Fall. Das ist die beste Qualität, die wir schon hast. Die Oase, ach, hier ist noch ein Shop. Stimmt, ja. Oh, wir kriegen so ein Intro. Ein Reisender? Ist ja, glaube ich, falsch übersetzt, aber egal. Hi und willkommen in Sandys Oase. Du siehst aus, als wärst du der neue Farmer, der von dem Emily mir geschrieben hat. Und also, die Buslinie von Stardew Valley ist jetzt wieder also in Ordnung. Ich bin so glücklich. Ja, dank mir, dank ich da jede Menge Geld rein investiert habe. Wow, ist das für ein böser Guy. Okay, dann gucken wir, was du zu verkaufen hast. Starfood Seeds, Speed Seeds. Oh, Guillaume verkauft hier, okay. In Spring. Wir haben Spring. Könnten wir sogar noch anbauen, ne? 100 Stück. Plant Sommer Text 13. Okay. Aber wenn wir uns noch ein paar hier von denen kaufen. Könnte man nicht machen. Komm, kaufen wir einfach mal 8 Stück noch. Komm. Wir haben eh das Geld. Schauen wir, was das hier für einer ist. Ich würde gerne hier durch. Okay, dann halt nicht. Danke. Ich weiß nicht, der hat auch was damit zu tun. Da kriegt man nämlich auch noch immer so eine Starfruit und die Dinger. Stardrop so, ne? Stardrop hieß das Ding. So, da hat es nämlich auch hier mit was zu tun. Genau hier war es auch noch was mit zu tun. Ja, ja. So, kann man hier auch weiterlatschen? Ne, kann man nicht. Okay. So. Hier haben wir noch was komisches. Was damit aussieht, wissen wir auch noch nicht. Momentan zumindest. Die Firma. Die gehen mit Clay. Wow. Gucken wir mal hier reinschauen. Und hier haben wir so ein. Ah. Jo, den Skull Key. Du hast den Skull-Schlüssel in den Key, in das Key, Schlüsselloch gesteckt. Der passt perfekt. Jetzt sind wir hier. In einer neuen Welt. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner hier sind. Will ich es herausfinden? Oh, 17 Schaden, ja. Der macht auf jeden Fall schon mal Schaden. Aua. Wie viel hältst du denn aus? Jetzt sind wir angeschleimt worden, nice. Alter, der hat einfach unser halbes Leben weggehauen. Aber der kann es hütten, nice. Gut, das ist auf jeden Fall noch nicht unsere Welt, glaube ich, so ein bisschen. Aber hier weiß ich, dass man hier Iridium kriegen kann. Da müssen wir auch mal relativ weit runterkommen. Aber gut, dann waren wir hier schon mal. So, lief sie mal hin. Gut. Haben wir das auch jetzt schon mal gesehen? Kann man das eigentlich anpflanzen? Naja, aber komm, man kann es essen, theoretisch. Na, mal schauen. Ja, wir wollen zurück zu Stardew Valley. Okay, wir fahren einfach da jetzt weiter. Gut, wir fahren eigentlich theoretisch weiter weg von Stardew Valley, aber gut. Achso, die Welt ist einfach so klein, dass wir jetzt hier ankommen. Alles klar. Ja, freut mich, dass ich Pam wieder Arbeit verschafft habe. So, hier ist alles fertig soweit. Dann können wir hier das Zeitung reinschmeißen noch. Können wir da eh wahrscheinlich eine Fackel raus wieder mal. Gut. Den Kram schmeißen wir hier rein. So. Dann hier, ich kaufe den, den und den. Kann da reinschmeißen. So, dann würde ich gerne. Ich hab noch. Stimmt, ich muss so einen Sprengklamm bauen. Dann haben wir keinen Sprengklamm mehr, dann brauchen wir einmal den und einmal den. So, dann craften wir uns einen Sprengler. Zack. So. So, den müssen wir jetzt anbauen. 10 Tage sind die am 23. beziehungsweise am 24. dann raus. Dann nehmen wir das eben schnell noch mit.
So, hier schmeißen wir dann die Fackel rein und das wollen wir nicht hier. Ich sortiere direkt alles ein, sorry, aber es muss sein eben schnell. So, so, so. Und hier kommt dann das und das rein. Genau, gut. Dann hier brauchen wir irgendwo noch ein Feld dafür. Dann bauen wir das Feld eben hier an. Oh, hier könnten wir es eigentlich schon bauen. Bauen wir es halt hier an. Zack. 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 Und zack. Tun den hier in die Mitte und dann streuen wir hier ein paar Samen aus. Gut. So, das war bei Günther nicht gewesen wegen der Nebensachen. Den habe ich auch nicht verschenkt. Aber vielleicht können wir eben in die Mine noch fahren. So, nehmen die Fackel nehmen raus. Zeit genug könnten wir jetzt eigentlich, ne? Das war immer drei Fackeln bekommen. Pass, das ist krass, ey, wie viel wir jetzt haben. Meins. So, würde ich nehmen, den hier verschenken, weil den haben wir ja schon. Der bringt eh nicht sehr viel Geld ein. Ich glaube, bringt sogar nur eins ein. Schenken wir dir das. Na, hat dir das gefallen? Scheinbar nicht. Na gut. Kann ich halt auch nichts dran ändern. So. Wir haben halt 9 abends. Können wir mich schnell hier vorbeischauen. Oh, Eisen. Guck mal. Eisen können wir gebrauchen. Sogar Gold ist da inzwischen. Uiuiui. Gleich reicht schon. Erwartet uns denn hier? So, so. War ich heute schon Hardwood sammeln? Ja, war ich schon. Genau, das war ja die erste Aufnahme von dem Tag, die jetzt geklappt hat, stimmt. Ich war Hardwood sammeln. Busstab. Ich hätte gerne nur noch einen Spot, wo ich noch mehr Hardwood sammeln könnte, theoretisch. Ist ja schön. So, dann gehen wir hier ran. Das und das da rein. Könnten wir eben noch eben schnell hier. Den machen eben so zack, zack. So. Die Steinchen rein. Dann habe ich auch mal jetzt genug. So, und hier noch Fackeln. Wir haben fast Hunger an Fackeln jetzt. Wow. Gut, ja. Was war dann der Tag? Seltsam, seltsam. Strange. Ach, Epic ist noch gar nicht im Bett. Hallo Abigail, mein Schatz. The sounds of the night are louder there. Ah, also die Nachtgeräusche sind hier wesentlich lauter. Und sie wird es die aufhört zu faszinieren, zu amüsieren. So, okay, wir gehen einfach mal früher als sie ins Bett. Ja, wir wollen schlafen, sind ihr halbes Zimmer mitgenommen. Stimmt, ich muss bei Günther rein, bei PS reinschauen und gucken, wie das bei ihr aussieht. So, wir haben 3400 bekommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.